Und weiter geht's mit einer neuen Folge hier in King of Retail. Heute geben wir nochmal richtig Gas, denn so langsam kommen wir an so einem Punkt, dass wir doch noch mehr Leute brauchen. Die Regale müssen gefüllt werden. Wir brauchen dringend Fachkräfte für die Beratung der Kunden. Und unser Personal, unsere Mitarbeiterin, ist auch mittlerweile schon gut geschult. Ich glaube, die will einfach mal mehr Kohle sehen. Gehen wir mal rein. Also, wir hatten unsere Mitarbeiterin zuletzt nochmal auf eine Schulung geschickt. Und zwar nochmal besser zu werden an der Kasse. Und da hat sie jetzt noch einen Skillpunkt erlangt. Das bauen wir dann natürlich auch weiter aus. Hier hat sie auch schon ein paar Skillpunkte gehabt im Marketing. Da muss sie jetzt, wird sie aber demnächst auch noch mal ein bisschen mehr eingesetzt. Und was wir jetzt dringend benötigen, ist jemanden für den Verkauf. Und dann schauen wir uns das einfach mal ein bisschen an. Wen haben wir denn hier? Welche Möglichkeiten haben wir denn hier? Den Ahmed Heckmann, Alter. Den holen wir uns mal ran. So, dann gucken wir mal direkt, was er kann. Und er kann das, was wir brauchen, gar nicht. Regale vollladen. Hm. An der Kasse. Hm. Marketing. Hm. Ja, Marketing ist eigentlich nicht schlecht, ne? Aber brauchen wir nicht. Die Christina Krämer, was kann die denn? Gucken wir mal, was sie kann. Verkaufen. Ja, verkaufen hat sie zumindest schon mal 2 Sterne drin. Das ist gut, ist also ausbaufähig. Vielleicht kann sie noch Regale einräumen? Nee, kann sie nicht. Was hat sie denn hier? Braucht weniger freie Tage. Verliert Energie langsamer. Oh, das ist aber interessant, ey. Ja, Frau Krämer, was haben Sie sich denn so vorgestellt, kohlemäßig? Hm? Meinen Sie so mit 8,31 Euro? Ist er? Oha. Nee, das ist, meinen Sie, das ist fernab? Ja, ich meine, Sie sind ja auch eine qualifizierte Persönlichkeit. Ich meine, was halten Sie von so roundabout aller 12,50 Euro? Auch nicht. Ja, da müssen wir aber, muss ich aber nochmal Rücksprache halten mit der Buchhaltung. Ich meine, Sie sind ja jetzt auch irgendwie nicht die qualifizierteste in allen Bereichen. Auch wenn Sie überdurchschnittlich engagiert sind. Also ich glaube, mehr als 13,68 Euro. Und weg ist er, Alter. Da ist sie einfach gegangen. Da ist sie einfach gegangen. Das ist vielleicht eine Marke. Hör mal, ich lasse mich doch hier nicht abziehen, Alden. Dann nehmen wir doch irgendeinen anderen. Pff, gibt genug auf dem Markt. Hoffe ich doch. Tierhandlung während des Studiums. Luca, Alter. Luca, Alter Benger, kannst du... Luca, Alter, was kannst du denn? Ah, Regale einräumen kannst du? Regaleinräumer, das ist aber zu früh, ey. Das ist zu früh, dafür ist der Laden zu klein. Nee, Alter, du kannst dich vielleicht irgendwann ein andermal nochmal irgendwie bewerben, aber im Moment leider kein Platz für dich in unserem Unternehmen hier. Kundenservice, der René Alt. René Mignon, wie sieht das aus hier? Alter. Alter, was sind das für Graupen, die sich hier bei mir bewerben? Alter, ich habe hier einen wunderbaren Limonaden, Bier und eine Sorte Wein habe ich auch schon mit im Sortiment. Einen wunderbaren Getränkeladen. Alter, ich dachte, kommt hier die Elite, die Kernelite sollte sich doch hier bei mir bewerben, Alter. Höhere Löhne auch. Sag mal, was sind die denn alle so gierig? Nicht qualifiziert und höhere Löhne? Am Arsch, Alter. Da stelle ich mich doch lieber selber rein. Das war natürlich nix. So, und da kommt da schon unser Päckchenbote. Ne? Hast du gut zu schleppen, Alter? Oh, hat alles gepasst. Perfekt. So, schnell auspacken. Der Laden ist schon wieder offen. Alles raus aus den Kisten, was geht. So viel wie möglich. Und dann gleich die wichtigen Regalplätze voll machen. Da stehen die Leute schon. Die Leute stehen am Stoff. Leute, was soll ich euch sagen? Sie stehen am Stoff. Es ist Freitag, 9 Uhr morgens. Die Kunden wollen Stoff. So ist das.
Alter Falter, wenn was geht in den Zeiten, dann Alkohol, ey. Alkohol geht immer. Je schlimmer, desto besser. Hör mal, der Artikel hier in der Mitte, sehe ich gerade, da dreht sich ja hier gar nicht, ey. Was ist denn das für eine Grütze? Excuse me. Excuse me! Das dreht sich, guck mal, das hier in der Mitte, ich glaube, ich habe das noch nicht einmal nachgefüllt. Kann man da nicht irgendwelche Maßnahmen ergreifen? Hallo! Rabatte verwalten. Keine Rabatte, Rabatt ändern. Guck mal hier, machen wir mal 5% drauf. Ach krass, Alter, for sale, 5%. Ach, das ist ja geil. Na guck mal, vielleicht triggert das. Direkt ein dickes Schild oben drüber, ey. Siehst du, jetzt kommt die Kollegin, kommt auch schon gleich rein hier. Ich glaube, ich lasse die auch gleich nochmal kurz an der Kasse, dass ich mich nochmal um die Regale kümmern kann. Ist sie das schon? Das ist sie schon. Moinsen! So, schnell mal raus mit den ganzen Sermon. Einmal schnell über die Regale hier bügeln, dass wir auch alles voll haben. Zap, zap. Da können auch ein, zwei Polen rein, jawohl. Also das Zeug hier vorne, da kaufen die nicht mal mit Prozente, ne? Oh, der Wein, ne? Der läuft echt super. Ich habe in dem anderen Shop, habe ich auch davon zwei Regale stehen. Das wird einfach gekauft. Das wird einfach gekauft, ey. Hier, das Bier läuft auch super. Hör mal, wie sie sich drängen und winken. Mehr Stoff, Alten. Nicht normal, ey. Guck, da steht der erste Kunde, der arme Irre. Aber er kauft trotzdem nicht. Er kauft trotzdem nicht. Irgendwas ist doch mit dem Zeug. Ist da was nicht mit in Ordnung? Ich weiß nicht, wie viel Prozent ich machen kann. Habe ich nicht irgendwo eine Statistik? Ware, Getränke, Limonade, was ist das für ein Zeug? Sehe ich die irgendwo? Da, dieses komische, da unten sehe ich so ein bisschen. Dieses kunterbunte Zeug. Das hier ist das. Alter Falter, 1,30. Ne, warte mal, es sind zwei Sorten. Ach. 1,30 und 2,60 kosten die. Zombie Juice und Fitz. Ach, die habe ich bestimmt durcheinander hier reinsortiert, ey. Zombie, 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 Zombie. Nee, alles professionell reingeballert. Okay, der ganze Zombie-Scheiß funktioniert gar nicht. Jetzt müssen wir nochmal eben gucken. Alter, was ist denn mit euch los hier? Hier anbieten, hier drüben. Den Zombie-Scheiß, Alter. Gönn dir. Was? Noch nie gehört von dem Stoff? Bester Stoff. Schockgüsel. Richtig lecker. Und nur rein in den Kopf damit. Ja, bitte. Hier, du auch. Hier, diese Zombie-Grütze. Gerade schon der Typ gerade, der hat das halbe Regal leer gekauft. Alter, weil das so lecker ist. Ja, ehrlich. Ja, dann gönn dir doch mal auch mal hier, oder? Ist doch mal genau das Richtige für dich. Ja, bitte. Man muss also, die Scheiße muss man verkaufen. Und wenn verkaufen, dann mit Schwung, Alter. Wenn Scheiße labern, dann mit Schwung. Da muss, die Leute müssen den Einlad auch abnehmen. Der kommt ja nicht von ungefähr, siehst du? Zack, zwei Sales schon drauf. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken, wie viel Marge haben wir denn an diesem Artikel eigentlich? Artikel finden, Getränke, Limonade. Und das ist das Zombie-Zeug. Wir kaufen das für 2,60 und Verkaufspreis ist 10,70 Euro. Leck mich fett. Ich meine, also. Dann machen wir mal konstant, dann machen wir mal hier eine 25% Aktion, Alter. Und dann lassen wir krachen. Ja, lass Miranda, nee, Michella, Michelle, geh doch mal ins Marketing rüber. Schreib doch mal so ein bisschen hier, so nach deiner Pause, ne? Du mach aber auch, du stehst hier nicht nur rum, du stehst auch noch im Weg. So, siehst du, und die Leute kaufen. 25% Sale.
25% Sale triggert die hart. Und die Kasse brennt. Ich can help you, aber jetzt gerade nicht. Guck dir das an, Alter, was ich hier Kohle mache. Mega. Siehste. Ich weiß doch, was ich fragen will. Können Sie mir helfen? Warum ist das denn reduziert? Kauft sonst keiner. Was soll ich hier sagen, ey? Bester Stoff. Jetzt guck dir das an, Alter. Also, dass das so wirkt, da muss ich aber, da muss ich nochmal gucken. Ich meine, das ist aber auch eine irre Marge da dran, ey. Wer macht denn solche Gewinne? Das müssen wir uns aber auf jeden Fall gleich nochmal in den Stats angucken, Statistiken. Da passt doch. Ja, Mann! Bin ja schon da. Perfekt, perfekt, perfekt. Alter, das läuft gerade richtig gut. 3000 Ocken. Es wird Zeit, dass wir hier einen Mitarbeiter haben für professionelle Beratung am Kunden. Darf aber nicht zu teuer sein. Ja, ist ja gerade keiner da. Ich erbarme mich mal. Spreche über Lebensmittel. Spreche über Dude und Dad. Hat nicht gereicht, ja, siehst du. Siehst du, wenn ich das mache, das wirkt einfach nicht. Raus hier! Perfekt, Leute. Also damit hat, das habe ich jetzt das erste Mal gemacht. Das hat mich ja echt überrascht. Rasselt krass rein. Aber ich muss ja auch sagen, wenn das eine Standardmarge ist hier, Mindestlager 117, alles mal hinterher bestellen, dann machen wir natürlich ja auch wahnsinnig Gewinn an den Artikeln. Und jetzt guckt ihr das mal an. Alkohol, Leute, rennt. Gehen wir mal zurück ins Büro. Und dann gucken wir mal, ob wir hier neue Bewerber haben. Jawolli, ey. Da, der Garibaldi, der alte Bänger, der bewirbt sich hier. Ist das der Hammer? Kannst du dir nicht ausdenken, ey. Das ist ja ein Dingen. Ich habe als Kind einen Limonadenstand gehabt. Ja, so kennen wir ihn. Schön die Pulle Wodka mit Limo gemischt. Und dann war das aber ein lustiger. Ah, der kann aber verkaufen, oder? Sehr rudimentär in seinen verkäuferischen Fähigkeiten. Aber das ist doch bestimmt ausbaufähig. Was hat er denn für negative? Langsamer XP. Ja, ja, ja. Neuronal langsam. Hm, ja. Und Stimmung sinkt schneller, wenn er so eine Scheiße hört. Ja, das kann ich mir natürlich auch gut vorstellen. Kann er denn noch zwischendurch Regale einräumen? Das wäre natürlich jetzt richtig gut. Ne. Weißt du was? Wir versuchen das mal mit ihm. Wir setzen mal sein Gehalt satt an. Nehmen wir mal erstmal 3 Ocken 70 Alden für den guten Garibaldi. Wie wär's denn mal damit? Ne. Ja, aber du weißt, die Zeiten sind schlecht und 6,20 Euro wäre jetzt nochmal so ein Vorschlag. Ist okay, ne? Finde ich auch. Ich bin einverstanden, du bist einverstanden. Unterschrieben, mein Jung. Für 6,20 Euro, Alter. Das ist der beste Geschäft deines Lebens. Und wahrscheinlich auch meines Lebens. Garibaldi eingestellt. Bester Mann, Alter. Sehr gut, ey. So, jetzt gucken wir mal, was hat er denn? Ach nee, das ist ja sie hier noch. Hier haben wir noch erstmal einen Skillpunkt bei ihr. Perfekt. Ist sie nochmal besser im Marketing. Beim Garibaldi gucken wir mal, was er noch so alles kann oder nicht kann. Er nicht kann, okay. Er ist wirklich... Er hat schon mal was verkauft, man sieht's. Er hat Leute schon mal angesprochen. Ich hoffe, dass er sich da gut benimmt. Wir werden als erstes mal hier das Verkaufsrisiko minimieren. Die Chancen, dass er Sonderangebote und sowas, das ist shit egal. Aber alle XP erstmal da rein, dass er die Leute nicht aus Versehen mit so einer Floskel verärgert. Na, sie sehen aber heute besonders müde aus. Wieder unter der Parkbank gepennt. Ne, das wollen wir ja nicht. So, dann gucken wir mal, dass wir den erstmal jetzt einplanen hier. Den Garibaldi nehmen wir. Machen wir natürlich hier auch frei an den beiden Tagen. Und der kommt auch auf die späte Schicht. So, komplett
Wann kriegt er denn seine Pause? Theoretisch könnte er auch. Macht das einen Unterschied? Macht keinen Unterschied. Die kommen sich ja nicht in die Quere. Die arbeiten ja nicht im gleichen Bereich. Er kriegt auch um 16 Uhr seine Pause. Sie an der Kasse, er im Verkauf. Und dann ist er fürs Abendgeschäft hoffentlich ausgeruht. Und dadurch, dass sie jetzt hier aber nochmal einen Punkt gemacht hat, verhandeln wir nochmal ihr Gehalt. Sie hatte da vor ein paar Tagen schon eine Mail geschrieben. Und bevor sie mir jetzt hier irgendwann abspringt, versuchen wir es mal mit 15. Ja. Machen wir mal knappe 15. Kriegen wir das irgendwie knapp hin? Was hältst du davon? Nee, da will sie schon deutlich mehr. 16. Oha, Mädel, jetzt mach mich arm, ey. 17. Oh, Alter, jetzt habe ich aber Angst, ey. 18. Scheiße, Alter. Ist die jetzt weg? Nee, jetzt ist sie bloß verärgert. Oha. Jetzt bin ich ja gespannt, wie sich das äußert, ey. Nicht, dass die mir abhaut irgendwie bei der nächsten Gelegenheit. Naja, dann soll sie sich halt nochmal beweisen, ne? Da kommt schon die Lieferung. Gehen wir hier nochmal hart rein in den nächsten Tag und gucken, wie sich der Gary Benbaldi schlägt. Beziehungsweise, ich würde sagen, wir packen erstmal alles aus und beim nächsten Mal gucken wir, wie sich der Gary Benbaldi schlägt, weil das dauert ja noch, bis hier die ganzen Regale eingeräumt sind und so. Also ihr Lieben, einschalten, beim nächsten Mal geht's dann weiter und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt hier läuft mit den guten, mit dem Top-Verkäufer Gary Benbaldi, Alter, ich freue mich schon drauf.